Das ist gutes Coaching. Wenn du selber als der, der gutes Coaching in Anspruch nimmt, den Mut dazu hast. Dass dein Coach einen Stein aus deinem System herausnimmt und du den Mut hast, zuzuschauen oder mitzugehen, was dann passiert. Denn wenn man einen Stein aus einem System rausnimmt, dann ist es in gutem Coaching nicht so, dass man diesen Stein umdreht und dann wieder hineinfügt in das bestehende System, sondern meistens ist es so, wenn man einen Stein rausnimmt, dann fallen einige Steine, die eben nicht mehr dahin gehören. Und da braucht man Mut. Und das sind gute Coaches, die das können. Die sich trauen, ein System, das du bis jetzt pflegst und hast, es weiterzuentwickeln. Es in die Fülle zu bringen. Es in das Wachstum zu bringen. Whatever das heißt. Und ein guter Coach traut sich, einen Stein zu nehmen, ihn zu drehen und vielleicht mal auf die Seite zu legen und zu schauen, ups, da kommt ja noch einiges mehr. Und dann entsteht Entwicklung. Entwicklung entsteht immer außerhalb der Komfortzone. Hey, und das wünsche ich dir. Entwicklung in höchstem Maße.